So, einen schönen guten Abend nochmals. Herzlich willkommen bei Boledo, sowohl allen, die hier auf Zoom sind, als auch jenen, die über Podcast und YouTube dabei sind. Und einen schönen guten Abend auch an unsere heutige Diskussionspartnerin, nämlich ORF-Moderatorin Susanne Schnabel. Hallo und danke fürs Kommen. Hallo und guten Abend. Sie moderieren seit 2012 den Report, haben auch 2016 die ORF-Sommergespräche moderiert. Ihr Team und Sie sind vielfach ausgezeichnet. Und 2018 haben Sie ein Buch geschrieben, das heute auch im Mittelpunkt unserer Diskussion stehen wird, nämlich Wir müssen reden. Sie fordern darin eine neue Streitkultur, ein Ausbrechen aus Meinungsblasen, unterschiedliche Meinungen, die häufiger miteinander reden sollten. Es ist aber mein Empfinden, das ist alles gar nicht so leicht, ins Gespräch zu kommen mit denen, die ganz anderer Meinung sind, nämlich sowohl digital, wo sich gerade in Pandemiezeiten immer mehr hin verlagert, aber auch im persönlichen Gespräch. Wie oft diskutieren Sie eigentlich mit ganz anderen Meinungen und Weltbildern? Bei mir ergibt sich das aus meiner Familiengeschichte, eigentlich meiner Herkunft, also eigentlich relativ regelmäßig, daher auch die Initialzündung zu dem Buch. Ich komme nämlich aus Kärnten und dort bin ich auch nach wie vor ganz oft im ländlichen Bereich, eigentlich ein kleines Dorf. Und je länger im Journalismus bin, und das hat vor allem mit der Flüchtlingskrise angefangen, also mit der großen Migrationsbewegung 2015, wo auch global man sehen konnte, wo polarisiert der Diskurs wird, muss ich sagen, bin ich, also, da trifft man sich halt am Marktplatz oder wo auch immer, dass dieser Gap immer polarisierter wird. Also der Gap wird immer größer zwischen den Meinungsbildern und es wird auch im Tonfall unerbittlicher. Und da sind aber dann diese berühmten, wie soll ich sagen, Menschen, die einen ein Leben lang begleiten, ohne dass sie einem wirklich ganz nah sind. Also es kennt Sie oder ihr alle wahrscheinlich, Schulkollegen, Nachbarn etc., wo man dann eigentlich merkt, aufgrund politischer Entwicklungen, Ereignisse, okay, das geht jetzt in die ganz andere Richtung und dann wird es auch rauer. Also das passiert in meinem Alltag relativ oft, muss ich sagen, aber auch jetzt mittlerweile gewollter Journalistin, weil mir das wichtig ist, andere Meinungen zu erkunden, auch zu ergründen, warum denkt er sie so, woher kommt das, weil ich das für ganz eine fatale Entwicklung ich halte für eine fatale Entwicklung, dass gerade der Journalismus sich in einer Bubble bewegt. Das kann und darf eigentlich nicht sein, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Also irgendwo in Placebos zu denken oder immer wieder Frage-Antwort-Spiele. Man kennt das auf Social Media, Twitter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. So befruchtend das ist, so eindimensional kann das manchmal sein. Jetzt ist ein Appell, den Sie im Buch aussprechen, bitte streiten. Und Streit ist auch das große Schlagwort. Aber das Wort Streit ist in unserer Gesellschaft durchaus behaftet. Das ist im privaten Bereich, beginnt bei Kindern, die nicht wollen, dass Mama und Papa streiten, aber auch auf politischer Ebene. Vor 12 Jahren, 2008, hat Werner Faymann eine Wahl gewonnen mit dem Slogan Genug gestritten. Auch heute attestiert man einer Koalition Brüche, wenn sie miteinander streitet. Ist das eigentlich, woher kommt das, dass unser Wort so, oder das Wort Streiten in unserer Gesellschaft so verpönt ist? Der Titel ist bewusst provokant gewählt, Streit ist so ein Keyword und das hat ganz unterschiedliche Konnotationen, auch bitte lasst uns reden, ja, oder wir müssen reden, es klingt immer wie eine Drohung, also wir kennen das aus Beziehungen, wenn das zu uns jemand sagt, dann wissen wir schon, oh oh, das ist jetzt irgendwie kein Wohlfühlgespräch, das folgen wird. Streit im politischen Sinne, finde ich, ist eben falsch konnotiert. Das ist eine Entwicklung, die man halte sie für infantil. Also wenn man mit einem Slogan gewinnt, genug gestritten, muss man was der Genese sehen, der politischen Entwicklungen seit 45. Ja. 45 hat so verfeindete Lager nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Und da ist es darum gegangen, also die Sozialpartner etc., dass Österreich davon eigentlich profitiert hat, das war die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik, dass man miteinander ins Gespräch kam und das Land wieder aufgebaut hat. Jetzt wissen wir aber, wer sich in Geschichte auskennt und sich ein bisschen dafür interessiert, irgendwann hat das zu einer gewissen Lähmung geführt. Große Koalitionen, die dann natürlich den kleinsten gemeinsamen Nenner aufgrund der diversen Interessensgruppen und Lobbys finden, bis eben
zu den Sozialpartnern. Und irgendwie trifft, nein, irgendwie nehme ich zurück das Wort, sondern ganz bestimmt auch den Journalismus eine gewisse Schuld. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe als Radioredakteurin angefangen. Damals war es eben die Große Koalition und dann war das so ein Ausdruck, also wer sich noch erinnern kann, Josef Bröll und Werner Faymann, die Kuschelkoalition. Ich finde, da hat der Journalismus sprachlich die Demokratie, wie soll ich sagen, einen Bärendienst erwiesen, weil in der Politik geht es weder um Streiten noch ums Kuscheln. Es geht darum, dass Kompromisse gefunden werden müssen, dass Interessen austariert werden müssen. Das ist überall in jeder Familie so, in jedem Freundeskreis, am Küchentisch, wenn es darum geht, den Kompromiss zu finden, wohin fahren wir auf Urlaub. Und das ist der falsche, wenn wir jetzt ins Anglizismen wechseln, der falsche Frame für Demokratie. Da geht es nicht um Kuscheln, da geht es auch nicht um Streiten. Und das ist negativ konnotiert, weil es geht um das Finden von Kompromissen. Jetzt kann man sagen, Debattenkultur hat ein bisschen sperrig für den Titel geklungen. Und eine richtige Debattenkultur in Österreich haben wir leider nicht, weil das eben negativ aufgrund der Genese, ich habe es jetzt eh erzählt, Sozialpartner, kleinste gemeinsame Nenner, Kompromisse, stimmt ja auch. Große Reformen hat es einschneidende nicht gegeben. Und wenn wir uns an die letzte erinnern, wenn es dann wirklich um Interessen ging, die für manche, über Gerechtigkeit kann man jetzt auch streiten, beschnitten wurden, wie die Pensionsreform und der Schüssel, da gab es dann Verwerfungen in Österreich. Also davor hat sich die Politik natürlich dann auch gescheut, die künftigen Koalitionen. Aber auf Streit und Kuscheln darf man Demokratie und Regierungen und Oppositionen, finde ich, auch im Journalismus nicht beschränken. Das ist infantil. Ich möchte ein wenig im Detail auf die Rolle der Medien dabei eingehen. Dieser Slogan, genug gestritten, kommt ja auch von einer gewissen Politikverdrossenheit, dass viele Bürgerinnen und Bürger eben das Gefühl haben, die in der Politik, die streiten nur dieses klassische Klein-Klein, die Parteipolitik, anstatt von Grundsatzdebatten. Aber welche Rolle spielen eben genau dabei auch die Medien, die sich ja irgendwie auf dieses Klein-Klein stürzen und diese Debatten viel eher befeuern als die Grundsatzdebatten? Ich glaube, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Also ich kann immer nur von den letzten 18 Jahren sprechen, wo ich selber im Journalismus tätig bin. Was davor war, kann ich nur als Konsumentin wahrnehmen. Das ist eine kurzsichtige Sicht der Dinge auf Politik. Man kann es auch He said, She said Journalismus nennen. Ja? Also A sagt, ich will A, B sagt, ich will B. Ergo A streitet mit B und irgendwann einmal kommt der Kompromiss C raus und dann ist das die große Enttäuschung, weil es der kleinste gemeinsame Nenner. Journalismus muss halt mehr leisten. Und ich finde, wenn man sich Qualitätsmedien, wie sie sich entwickeln in den letzten Jahren, ansieht, also man soll nicht immer nur jammern, da gibt es wirklich qualitativ tolle Entwicklungen, wo eben nicht nur Hintergrundberichterstattung stattfindet, sondern wo man in die Tiefe von Sachthemen geht, weil eben komplexe Materien, über die die Politik entscheidet oder die Regierung, die haben so viele Facetten, die haben so viele Perspektiven, dass man am Ende, finde ich, nicht sagen kann, da gibt es einen Gewinner, da gibt es einen Verlierer und am Ende ist eben das kleinste Übel rausgekommen. Die Verkürzung, es hat ganz viel mit Verkürzung zu tun, aber ich glaube, mit einer gewissen Emanzipation des Journalismus und auch, dass er aus der Komfortzone rauskommt. Ich kann aus meiner Praxis schildern, es ist echt easy und wirklich nicht sehr aufwendig, sei es im Radio, im Printbereich oder im Fernsehbereich, darüber zu berichten. Das kann, ehrlich gesagt, jeder in der Oberstufe zusammenfassen. X gegen Y ist gleich etc. Es ist viel aufwendiger, Recherche zu betreiben, Hintergründe auszuleuchten und auch mit Experten darüber zu sprechen, was könnten Lösungen sein. Es ist viel aufwendiger in der Recherche, aber natürlich viel ertragreicher für den Diskurs und fürs Publikum. Der ORF hat vor allem eine große Sendung, wo eine Debatte herrscht, nämlich im Zentrum, jeden Sonntagabend. Inwieweit ist im Zentrum und das, was man jeden Sonntagabend da sieht, in ORF 2, eben auch ein Sinnbild dessen, dass wir keine Debattenkultur in Österreich haben? Oh, das ist jetzt Ihre These, ein bisschen muss ich widersprechen. Ich finde gar nicht, dass es so schlecht um die Debattenkultur in der Sendung bestellt. Es kommt natürlich immer von den Protagonisten drauf an und wer mit wem dort diskutiert und zu welchem Thema. Aber ist die Frage, wie Sie es vergleichen, vergleichen wir es mit deutschen Talkshows, vergleichen wir es mit Debattenkultur im angloamerikanischen Raum oder mit, ich schaue ganz viel eben CNN zum Beispiel, von der Eloquenz her, von
wie soll ich sagen, der Debattenkultur per se, wie sehr jemand am Punkt ist. Ich meine, das sieht man auch schon im Qualitätsunterschied zur deutschen Politik. Ja. Da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Aber von der Sozialisierung, glaube ich, her, wie wir selbst sozialisiert werden in Österreich, auch wenn wir Straßenumfragen manchmal hören. Also das fängt, glaube ich, schon in der Schule an. Aber per se, sage ich mal, dass es überhaupt keine Debattenkultur gäbe, das würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Es gibt sehr wohl. Die Frage ist, welchen Anspruch hat man und mit welchen Debatten in welchen Demokratien vergleicht man es? Gut, wenn wir über Sinnbilder und Beispiele sprechen für diese Grundsatzprobleme. Sie haben Twitter schon erwähnt, im Buch Inside Türkis, das die ÖVP beschreibt, steht zum Beispiel, wenn Twitter etwas schlecht findet, ist das für die ÖVP meist ein Zeichen, dass es gut ist und außerhalb der Twitter-Bubble gut wahrgenommen wird. Und es wird ja tatsächlich, Stichwort Empörungskultur, nahezu täglich eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wenn ich das so direkt sagen darf. Inwieweit ist Twitter ein Sinnbild für diese Bubble? Da tut mir jetzt schwer. Ich glaube, Twitter ist für viele Sinnbild und auch wieder nicht. Also es gibt, ich würde so mal sagen, sagen auch ganz viele Politik-Pirat-Experten, es gibt schon so eine Bauernregel, wenn es auf Twitter irgendwie furchtbar gefunden wird, dann wird es die Masse gut finden. Ich glaube, dass es ist nicht repräsentativ, was auf Twitter passiert. Also es ist ungefähr so, wie wenn, lassen Sie mir das Bild vergleichen, Mechaniker darüber diskutieren oder streiten, welcher jetzt, was der beste Motor des neuesten E-Autos ist. Ja, ich kenne mich jetzt in dem Bereich, wie Sie merken, nicht gut aus. Aber es sind schon sehr spitzfindige Diskussionen. Und vielleicht muss man es trennen. Also ich glaube, Twitter soll und ist auch nicht das Abbild des Diskurses. Also in einer Bubble, vielleicht wird es oft verwechselt damit. Das mag es schon sein. Ich bin auch mit vielen nicht d'accord. Aber es sind spitzfindige, detailreiche Diskussionen und man merkt auch oft, der Fokus, das Spotlight wird auf gewisse Dinge in der Debatte gelegt, die für das große Ganze in der Berichterstattung dann oft gar nicht immer so wichtig sind. Ich finde es nur bedenklich, wenn auf Twitter, sei es ein Shitstorm oder es zieht sich eine Debatte hoch, ja, und die landet dann eins zu eins im medialen Diskurs, also in der veröffentlichten Meinung, also Print, Fernsehen, Radio etc., also im Journalismus, weil das ist für mich dann zu sehr oft Verengung. Also dass der Fokus auf etwas gelegt wird, was natürlich wichtig ist, ja, aber die Aufmerksamkeit ist vielleicht nicht die diese Randnotiz vielleicht verdient. Sie haben in Ihrer Sendung im Report auch immer wieder spannende Experimente gewagt, um genau dem entgegenzuwirken. In dem Buch schreiben Sie von Politik-Tinder, die also unter dem Titel Deutschland spricht, verschiedenste Meinungen zueinander gematcht wurden und an einen Tisch gebracht. Sie haben im Report auch mehrmals Bürgerinnen und Bürger von repräsentativ ausgewählt aus unterschiedlichen Spektren mit unterschiedlichen Weltbildern, unterschiedlichen Meinungen an einen Tisch gebracht. Wie gut hat das geklappt und ist eine Wiederholung angedacht? Derweil einmal nicht, aufgrund der Covid-Situation, also wie Sie wissen schon, Social Distancing etc. In Summe hat das Experiment gut geklappt, weil wir haben uns, der Anspruch war nämlich jetzt nicht nur Menschen mit verschiedenen Meinungen an den Tisch zu setzen, sie sollen irgendwie auch repräsentativ für Österreich stehen. Also das war wirklich sehr, sehr aufwendig, weil wir zusammen mit dem Sora-Institut ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Menschen durchinterviewt haben, die an Meinungsumfragen, wie es um die Demokratie, also dieses Demokratie-Monitoring, das immer durchgeführt wird, durchtelefoniert haben, um dann rauszufiltern, okay, ist jetzt alles abgebildet, was auch Österreich repräsentiert, also vom Geschlecht her, vom Bildungsgrad her, vom Alter her, vom sozioökonomischen Background etc. Das war sehr schwierig. Und für mich als Moderatorin war es total spannend, das zu moderieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Experiment geblieben, weil es werden dort natürlich logischerweise, es sind ja keine Experten, Meinungen ausgetauscht. Und oft hat man aber auch dann Beispiele, die den Fakten nicht standhalten. Also diese Meinungen werden dann auch vom Publikum oft wahrgenommen als Tatsachen. Und da tut man sich also aber als Moderatorin schwer, wenn sie neun Menschen sitzen haben. Sie können jetzt ständig immer dazwischenfunken und sagen, jetzt machen wir einen Faktencheck da so und dazu und da stimmt so nicht und nicht so. Dann kommt keine Diskussion zustande. Das ist die Gratwanderung dabei gewesen, die, sage ich mal, halbwegs geglückt ist, aber es ist ganz schwierig,
in so einem Format genau so zu diskutieren, wenn man den Anspruch hat, wenn man dem Ganzen so eine Plattform, eine Öffentlichkeit bietet, dann wollen wir natürlich auch immer über Fakten reden, ja. Und das ist ganz schwierig, aber war für mich wiederum der Beweis, wie schwer es ist für Menschen, die jetzt schon regelmäßig Medien konsumieren, aber natürlich nicht in dieser Journalismus-Bubble oder von Berufswegen damit zu tun haben, Fakten mit Meinungen zu trennen. Für mich war das immer ganz klar, Journalistin, aber im Diskurs ist das überhaupt nicht klar, auch wenn man mit Menschen spricht. Ja, die gefühlte Wahrheit oft mit Fakten verwechselt wird oder die erlebte Realität als Faktum allgemeingültig in den Raum gestellt wird. Und das ist ja eine Entwicklung, die ja zu dieser zunehmenden Polarisierung in der Öffentlichkeit führt und die uns allen, glaube ich, siehe Trump, die Ära Trump, muss man jetzt ja sagen, ja, auch ganz schlimme Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen haben kann. Sie haben Ihr Buch 2018 veröffentlicht, das ist jetzt nicht so lange her, in Jahren gerechnet, aber in Ereignissen gerechnet, eigentlich sehr lange. Okay. Denn seitdem hat sie ja wirklich nicht gerade wenig getan. Die Welt ist heute wahrscheinlich eine ganz andere als 2018. Ist aber Ihr Buch in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020, Stichwort Pandemie, Stichwort ein extrem dominantes, emotionales Thema wie Corona, vielleicht sogar aktueller und relevanter denn je? Hat sich nicht das alles in den letzten 2 Jahren vielleicht noch mehr zugespitzt? Das ist eine super Werbeentscheidung von Ihnen. Ja, stimmt, würde ich aber unterschreiben, ohne Werbung machen zu wollen, auch wenn es mich freut. Ja, leider muss man sagen. Ich wurde unlängst gefragt im Sommer von eben einer Kollegin für ein Zeitungsinterview, ob ich das noch einmal so schreiben würde. Und ich glaube, ja, eigentlich noch radikaler, es trifft noch radikaler zu, wie Sie sagen, nämlich die Bereitschaft, das ist ein Lernprozess auch für mich als Journalistin und für uns alle im Journalismus. Fakten sind Fakten, aber jetzt sehen wir ja selber diese Fakten, also wenn wir Covid-19 hernehmen, ja, die haben ja unmittelbare Auswirkungen auf uns alle, auf die Gesundheit. Und das ist das höchste Gut, das wir auch haben. Bei der Flüchtlingskrise konnte man nur sagen, das betrifft mich nicht in meinem Dorf, ja, weil die Flüchtlingsströme ziehen durch ein anderes Bundesland oder wie auch immer. Ich bin nicht unmittelbar von dem betroffen. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Und trotzdem sehen wir, Sie kennen die, also alle die Maskendiskussion oder wenn ich mir jetzt anschaue, die Bereitschaft, wenn wir Umfragen zur Impfung sehen. Also das ist für mich immer ein großes, ja, wie soll ich sagen, Fragezeichen, wo ich mir denke, okay, jetzt haben wir so viel Aufklärungsarbeit geleistet, also im Sinne eines Dienstleisters, wohlgemerkt. Ja. Und warum und wieso? Und da sind aber oft total auch in meinem Bekanntenkreis aufgeklärte, gebildete Menschen, wo man merkt, wie groß eigentlich, das habe ich versucht in dem Buch anzureißen, also das ist natürlich ein hochwissenschaftlich breites Thema, wie groß nämlich der Faktor Emotion ist in allen Debatten, auch in einer Demokratie. Was macht denn Corona mit unserer Gesellschaft? Mein persönlicher Eindruck ist, im Frühjahr haben wir doch einen verstärkten Zusammenhalt gespürt. Der Gesundheitsminister hat immer von einem Team Österreich gesprochen. Jetzt im Herbst ist mein Eindruck ist so ziemlich das Gegenteil davon. Die Meinungen, die wir gehen auseinander, die Gräben werden größer. Und es gibt auch nicht wirklich Anzeichen, dass die so schnell wieder aufeinander zugehen. Was bewirkt die Pandemie mit uns als Gesellschaft? Ich kann das nur aus meiner beobachtenden Position, also Journalistin, aber als Privatperson kundtun, wie ich es wahrnehme. Erstens haben wir gemerkt, dass die Pandemie wie ein Brennglas wirkt. Sie verstärkt nämlich wirklich und macht das sichtbarer und transparenter denn je, wie es um unsere Gesellschaft bestellt ist. Stichwort die Vereinbarkeit, also für Frauen zum Beispiel, wir waren viel im Fokus, also ich habe es ja selber gespürt, wie das ist mit Kinderbetreuung noch einmal, wenn man auf sich zurückgeworfen ist. Wir haben es gemerkt mit systemrelevanten Jobs, ja. Das alles, was systemrelevant ist, das haben wir im Frühjahr ja unmittelbar erlebt, vom Pflegebereich, Gesundheitsbereich bis zum Dienstleister, dass wir unsere Lebensmittel oder Toilettartikel kaufen, das sind durchwegs schlecht bezahlte Jobs, ja, großteils mit Frauen. Also diese Gerechtigkeitsdebatte etc. Und jetzt merken wir halt auch, im Herbst kommt das jetzt nochmal hinzu, wenn wir die Massentests hernehmen, aber auch die Impfung, wie es um die Diskursfähigkeit steht. Ja? Also wie sehr die Emotion, aber auch Stichwort Solidarität, eine Gesellschaft beeinflusst. Ja, und Sie haben schon recht, das ist gekippt. Also diese berühmte Eigenverantwortung. Ich maß mir da kein Urteil an, weil ich glaube, es ist ja zu verfrüht, das zu sagen. Aber viele Kommunikationsexperten stellen es halt in den Raum, dass am Anfang der Pandemie diese
das große Unbekannte, also die Angst war so groß davor, natürlich auch der Kommunikation der Regierung geschuldet. Und natürlich haben wir alle diese Bilder aus Bergamo vor Augen. Also wäre interessant, wie wäre das gewesen ohne diese Bilder? Kann man nicht beantworten. Aber Sie haben recht, von der Entwicklung her merkt man, wie schnell eine Gesellschaft vom Modus solidarisch, wir halten zusammen, wir halten uns an die Regeln, switchen kann in die Situation, in der wir jetzt sind. Sie haben bereits die Impfung erwähnt. Jetzt ist das Thema Impfen sozusagen in seinem ersten Stadium. Es ist noch kein Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen. Das Thema wird 2021, ziemlich zu Beginn des Jahres, noch viel größer, als es jetzt ist. Hat das Thema Impfung im Jahr 2021 ähnliches, durchaus Spaltungspotenzial wie Flüchtlingsbewegung 2015, 16, 17? Boah, das ist eine steile These, die getraut mich ehrlich gesagt nicht zu beantworten, weil ich glaube, da spielen so viele andere Emotionen rein und auch Sachverhalte. Da geht es um unterschiedliche Ebenen. Ich frage mich immer, warum, lohnender wäre der Blick, warum in Österreich die Impfbereitschaft im europäischen Vergleich bis dato so gering ist. Also wenn wir zum Beispiel die Influenza hernehmen, das ist einfach in unserem Bewusstsein bis dato nicht angekommen. Also auch bei mir im Bekanntenkreis ganz wenige, die bis dato jetzt mit Ausbruch der Pandemie, also schon die Grippeimpfung in Anspruch genommen haben. Davor war das nie ein Thema. Auch wenn man trotzdem sehr alte Großeltern hat oder Eltern, die vulnerabel sind. Ich glaube, da lohnt sich dorthin zu sehen, warum da so eine Skepsis herrscht. Und ich glaube gar nicht, dass das dem geschuldet ist, dass das so konzertierte Aktionen oder von bestimmten Bewegungen, Gruppen sind, bis hin zu rechtspopulistischen, auch via Social Media versucht man das zu bedienen. Sie wissen schon, gegen die Masernimpfung zu sein, etc. Das ist jetzt in den letzten Jahren aufgepoppt. Warum das in Österreich ist, das wäre wirklich lohnend, zurückzuschauen, wie es auch mit der Zecken-FSME-Impfung war, etc. Und Leute, die sich erinnern, ich war damals noch selber ein Kind, als die Gurtenpflicht in Österreich eingeführt wurde, war das offenbar auch ein Kulturkampf. Ja? Weil bis dato sind alle unangeschnallt durch die Gegend gefahren. Wir kennen das auch noch mit dem Rauchen zum Beispiel. Ja? Es Club 2, es war ganz normal, dass dort jemand raucht bei Interviews. Es war normal, dass man im Auto raucht. Es war normal, dass man neben kleinen Kindern raucht. Heute ist das undenkbar. Das ist so, ich glaube, eine so soziokulturelle Entwicklung. Warum wir in Österreich aber so skeptisch, also die Österreicherinnen und Österreicher so skeptisch sind, ist eine lohnende Frage. Ich möchte noch auf einen Punkt in Ihrem Buch eingehen, eine Überschrift aus Ihrem Buch, wenn ich Sie zitieren darf, lautet Speed Kills, Tempo, Tempo, warum die Rasanz unseren Diskurs umbringt. Aber was ist die Alternative? Gibt es im Jahr 2020, mitten in der Pandemie, wo täglich neue Infektionszahlen, täglich neue Maßnahmen, neue Lockerungen. Also jeden Tag tut sich etwas und man vermisst so ein bisschen die Langeweile. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sowohl für Medien, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, das Tempo irgendwie rauszunehmen? Ganz schwierig, finde ich, weil eben wirklich so viel passiert. Aber für mich war es eine bewusste Entscheidung, auch ins Magazinfach zu wechseln. Also ich war lange im Radio, im aktuellen Dienst, auch bei der Zeit im Bild, weil ich finde, Hintergrund und Tiefe umso wichtiger ist, weil die Welt eben so komplex geworden ist und ich kann die halt in Kurzformaten nicht so gut fassen oder darstellen oder eben einordnen für das Publikum. Tempo, Tempo, ja, bezieht sich in dem Fall eher auf die sozialen Medien. Also das Buch nimmt ja das Beispiel her, damals diesen Amoklauf in München, wo die Polizei ja vor allem an zwei Fronten zu kämpfen hatte, also mit den Amokschützen und Social Media mit den vielen Falschinformationen. Heutzutage ist ja jeder selber Journalist, unter Anführungszeichen, weil er in Realtime berichten kann. Und das haben wir jetzt hier in Wien leider leidvoll erfahren, wie das damals war. Eben ist mittlerweile, ist, glaube ich, 4 Wochen her, mit Falschinformationen. Plötzlich landen furchtbare Videos, dann in WhatsApp-Gruppen von Kindern in den nächsten Tagen etc. Das meine ich mit Tempo, Tempo. Und da hat der ORF jetzt nicht nur, weil ich dort arbeite und die Kollegen so sehr schätze, wirklich einen wahnsinnig tollen Job abgeliefert, indem er einfach transparent macht als Öffentlich-Rechtlicher, was man nicht weiß. Ja? Weil die Realität soll man ja bekanntlich nicht überholen. Und wenn sich so vieles im Fluss befindet, dann eben das beschreiben, aber nicht sich anmaßen, dass man schon zu einem Urteil oder einer Einordnung kommt, wo noch gar keine möglich ist.
Eine Folge dieses mangelnden Diskurses, des mangelnden Miteinanderredens ist ja auch eine zunehmende Politikverdrossenheit einzelner Personen, die sich von der Politik, von der Gesellschaft abwenden. Sie schreiben in Ihrem Buch von einer Begegnung mit Frau T. Punkt, die sich von der Politik, also sie will nicht mehr über Politik diskutieren, sie schweigt stattdessen lieber. Könnte das auch jetzt zunehmender Anteil dieser Personen, weil einfach nur Corona, Corona, Corona durch die Medien geht, wenig andere Nachrichten und gerade zuletzt hat es doch viele Umfragen gegeben. Ich habe jetzt nicht die konkreten Zahlen parat, aber dass immer mehr Menschen sozusagen gar nicht mehr von Corona hören wollen, weil es das ohnehin täglich in den Nachrichten ist. Also könnte dieser extremer thematischer Fokus dazu führen, dass sich mehr von Nachrichten, Diskurs, Politik abwenden und gleich anschließend setzen die Medien vielleicht zu sehr nur auf Corona und bleiben andere Themen zu sehr auf der Strecke? Nein, da muss ich widersprechen, das glaube ich nicht. Und das Beispiel war im Buch auch gar nicht so gemeint. Die Dame, die wollte oder hat deswegen nichts mehr über Politik gepostet, das sollte ein Beispiel für die zunehmende Polarisierung sein. Also seit 2015 haben wir im Report auch gemerkt, auch die Zeit im Bild etc. Und das merkt man jetzt wieder in Krisenzeiten, das Bedürfnis nach Nachrichten ist enorm. Das sieht man an den Quoten. Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Sie haben schon recht. Wenn diese, und jetzt sind wir vielleicht wieder in der Bubble, wenn wir so einen Trichterblick kriegen, so eine totale Verengung, oder eigentlich ist es ein Tunnelblick, muss man sagen. Journalismus wird trichtern, das Relevanteste sollte es dann durch Einordnung etc. Und Kuratierung unten rauskommen. Aber wenn das dann wirklich der Tunnel ist und nur noch eindimensional, so wie Sie sagen, da haben wir im Journalismus selbstkritisch, muss man das sein, irgendwann einmal dann im Frühjahr gemerkt, okay, wir können jetzt nicht nach 4 Monaten nur über die Migration berichten, es gibt da noch andere Themen, ja. Und den Fokus nur darauf legen. Und das ist so, wie soll ich sagen, wenn Journalisten alle so in eine Marschrichtung spazieren und natürlich werden verschiedene Perspektiven auch jetzt in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit beleuchtet, aber das große Ganze gerät aus dem Fokus. Das, glaube ich, führt zu einer Frustration, jetzt gar nicht so sehr Politikverdrossenheit, dass die Leute dann abdrehen und gar nichts mehr hören wollen. Damals war der Vorwurf dann eher der Lügenpresse. Ja. Es gibt nur noch das Thema und das ist dann bestimmt vorgegeben und das ist zu eindimensional und das geht an unserer Lebensrealität vorbei. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass der Diskurs so vielschichtig wie möglich sein soll. Abschließend, Sie sind ja eben im Magazinjournalismus, das heißt anders als Tageszeitungen, haben Sie auch mehr Zeit, mehr Platz, sich für Grundsatzthemen, mit Grundsatzthemen auseinanderzusetzen. Aber eben gerade das ist, wie gerade besprochen, schwierig in Zeiten wie diesen, zumindest 1 bis 2, machen wir sogar alle Beiträge im Report, sind sozusagen thematisch vorgegeben. Ganz salopp gefragt, wie schade ist es auch für Sie als Journalistin, dass Sie sich nicht den Reportagen, den Recherchen widmen können, sondern ein Thema einfach dominiert? Ja, stimmt, aber es ist oft dann ganz simpel. Es ist eine Ressourcenfrage. Also mittlerweile muss man sagen, also wie ich angefangen habe vor 8 Jahren beim Reporter, waren wir ja doppelt so, also nicht ganz doppelt so viel, also viel mehr, ja, wo man sagen kann, ich recherchiere ein ganz anderes Thema rein und lasse mir 2 Wochen Zeit und das ganz tiefgründig und das geht dann on air. Jetzt haben Sie recht, Corona dominiert vieles, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn es total relevant ist, ja, dann können wir nicht über ein anderes Thema berichten, dass dann wie das Orchideenthema daherkommt. Also Journalismus muss einfach relevant sein. Aber man muss halt dann dieses Gespür haben, dass man sagt, okay, entweder kann ich einen anderen Zugang wählen, weil wenn ich alles immer aus der gleichen Perspektive beobachte, auch im Magazin, die schon in den tagesaktuellen Medien vorgegeben ist, dann werden wir auch irrelevant. Und das Zweite, was Sie noch ansprechen, ist andere Themen. Das probieren wir und versuchen wir auf alle Fälle, gerade jetzt im letzten Report, bewusst einmal das Interview Feminismus wieder als Fokus, also in den Fokus zu rücken als Thema, aber dann anders mit der Fußballnationaltrainerin und mit der ersten Vizekanzlerin und eben anders als so, dass man, wie soll ich sagen, das ist immer ein Anspruch. Ich möchte unser Publikum überraschen und ich möchte, wenn ich etwas leisten kann, als Dienstleister zum Nachdenken anregen, indem man die Perspektive oder den Scheinwerfer mal ein bisschen verschiebt. Und so ist zum Beispiel das Interview mit der Fußballnationaltrainerin zustande gekommen, der ersten Vizekanzlerin. Und wie wir das erste Mal diskutiert haben und ich das vorgeschlagen habe, haben alle gesagt, was soll das? Die haben doch nichts miteinander zu tun.
Und in dem Gespräch wurden aber dann so viele Parallelen sichtbar, dass es dann schon wieder spannend und anders und interessant ist. Und wenn man dann Menschen abholen kann, die, das ist jetzt bitte nur als Bas pro Toto gemeint, bei Gender Pay Gap schon abschalten und diesmal dran geblieben sind, dann haben wir schon was erreicht. Frau Dr. Schnabel, bevor wir an unser Publikum übergeben dürfen, darf ich den moderierten Teil beenden und mich ganz herzlich für unser Gespräch bedanken. Danke.